Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt es wieder vegan, weil, wie ihr wisst, ich mache meine Detox-Kur, aber bald sie schon zu Ende. Trotzdem, diese Gerichte ja auch wirklich sehr lecker und kann mal als Fleischesser auch mal zwischendurch auch sowas essen. Es ist auch leichter für eigene Gesundheit, für eigene Magen und Darm und das ist gar nichts verkehrt, manchmal auch solche Gerichte zu kochen und zu probieren und zu essen. Und heute bei mir so ein, kann man sagen, warmer Salat zum Mittagessen. Kann man nennen auch als Beilage, weil so sieht er dann aus. Für mich mache ich es mit den Pilzen und für meinen Mann serviere ich auch Hackbouletten. Wenn er das nicht macht, kann ich ihn nicht dazu zwingen, dass es jedem seine eigene Entscheidung. So, liebe Freunde, und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute erst gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Als Erste für diesen Salat werden wir unsere Kürbiswürfel. Ich habe in so eine kleinere Würfel geschnitten, dass es sozusagen angenehm im Salat sind, nicht so eine richtig große Brocken. Pilze, die kann man in die Pfanne anbraten, auch mit Zwiebeln und Gewürze. Oder ich werde jetzt einfach auf den Blech auch geben und mit dem Kürbis im Backofen die überbacken. Dafür nehme ich jetzt ein Auflauf vor und werde etwas bisschen würzen. Bisschen mit Salz und ich nehme meistens meine Gemüsebrühepulver, was ich selber mache. Einfach so draufstreuen und hier sind so viele Gemüse und Gewürze, dass es wirklich kann man alles damit würzen. So, das reicht schon. Bisschen Paprikarosenscharf und Olivenöl. Einfach ein bisschen betröppeln. Werde das ein bisschen vermischen, dann gleich hier auf dem Blech. Und ich vermische es jetzt nicht mit dem Kürbis, weil mein Mann mag nicht so gerne die Pilze. Deswegen mache ich die Pilze nur für mich und mache ich die einfach an die Seite. So, und die Kürbiswürfel. Ich teile jetzt die zwei Teile auf zwei Teller, dass die besser dann zum Würzen. Und genauso die Kürbiswürfel. Einfach ein bisschen Salz geben und die Gemüsebrühe. Bei den Kürbis kann man ein bisschen von den Muskatnuss was dazu geben. Auch Paprikarosenscharf und Olivenöl. So gut verrühren und auch auf den Blech geben. Es ist nach Art den Kürbis, was für so einen Kürbis nimmt, es dauert im Backofen natürlich unterschiedliche Zeit. Musst ihr dann einfach probieren nach eurem eigenen Geschmack, wie für euch es bedeutet Garstufe. Auf jeden Fall soll den Kürbis nicht auseinanderfallen, weil wir wollen keinen Brei machen, sondern in den Salat reinmachen. Deswegen sollen die Würfelchen erhalten sein. Stellen wir jetzt das im Backofen. Ich habe meinen Backofen auf 200 Grad angemacht und mal schauen, 30-40 Minuten denke ich, es wird gebraucht. Ich habe auch ziemlich kleinere Würfelchen, deswegen vielleicht wird es auch schnell gar sein. Als zweite Komponente brauchen wir Quinoa oder in meinem Fall habe ich feine Hirse genommen. Nicht diese grobe, sondern diese feine. Und einfach die kochen nach den Verpackungsanleitungen. Die Hirse müssen wir unbedingt auswaschen, es ist sehr wichtig, im kalten Wasser. Ich gebe über die Hirse Wasser und rühre so mit meinen Fingern einfach so lange, bis das alles, was hier oben schwimmt, von den kleinen Körnchen auch unten sind. Und dann siebe ich das Wasser ab und mache mir die neue. So, mindestens dreimal müssen wir es waschen. Nehmen wir jetzt ein Töpfchen, geben wir jetzt unsere Hirse rein. Oder wenn ihr möchtet, kann man mit Quinoa diesen Salat machen. Auch sehr gut.
Und für 100 Gramm Käse brauche ich 200 Milliliter Wasser. Ich spüle gleich meine Schälchen ab und dann habe ich alles in meinem Topf. Restliche Wasser rein, auch Gemüsebrühe. Es kann man auch dazu Brühe nehmen, etwas Salz und ich gebe ein kleines Stückchen Chili. Und lasse es aufkochen. Wenn es aufgekocht ist, den Herd ausmachen, den Deckel aber drauf lassen, einfach 10 Minuten quälen. Das werden wir kochen, dann, wenn wir wissen, dass in 10 Minuten unser Kürbis ist fertig. Weil wir wollen ein warmes Salat machen, deswegen nicht zu früh eure Hirse oder Quinoa kochen. So, und jetzt können wir auch unsere Dressing oder Soße, wie es mal nennt, auch zubereiten. Und das kann man zu diesem Salat wirklich unterschiedliche Dressing machen. Ich habe mir jetzt vorbereitet 1 Esslöffel Kürbiskerne, gebe dazu Olivenöl, so ungefähr 4 Esslöffel. Eventuell kann man auch Süße dazu geben, wie zum Beispiel Agavendicksaft, oder lässt man überhaupt die Süße weg. Gebe dazu noch etwas von Würstersoße. Das ist natürlich alles nach Geschmack, aber wir können lieber dann Salat noch ein bisschen abschmecken, wenn uns was fehlt. Senf, ungefähr so 2 Teelöffel. Kann man nehmen Zitronensaft. Ich nehme in meinem Fall Weißweinessig, lieblich. Ja, so 1 Esslöffel. Und natürlich kann man auch hier jetzt auch irgendwelche Kräuter dazu geben und so weiter. Ich gebe einfach nur Cayenne-Chili-Mix dazu, scharf. Und werden wir es alles schön verrühren, dass die Kürbiskerne auch werden zermahlen. So, schauen wir mal. Ja, es ist nicht viel, aber es kann man alles mit Olivenöl stretchen. Nur das werden wir es lieber machen, wenn wir unseren Salat zusammen in unserer Schüssel haben. Schaut ihr diese Konsistenz? So sieht es aus. Bisschen probieren. Ich glaube, ich habe Salz vergessen. Salz fehlt, aber gewaltig. Die Säure ist genug. Wirklich dann später ein bisschen Olivenöl dazu geben. Und schon schmeckt ganz anders und viel besser. Was kann man noch in diesen Salat dazu geben? Kann man irgendwelche Gemüse noch, Paprika dazu schneiden, wenn ihr möchtet. Ich werde nun einfach noch dazu ein Frühlingszwiebeln, ein paar Stück dazu klein schneiden. Eventuell Rucola habe ich aus dem Garten gebracht, kann ich reinschneiden. Das ist dann Fantasie und begrenzt könnt ihr alles machen. So, stellen wir das alles an die Seite und warten auf unsere Gemüse. Und vergisst nicht, kurz vor dem Ende Kürbis überbacken, noch die Hirse fertig zu kochen. So, liebe Freunde, in 3 Minuten sind unsere Kürbisse auch fertig, können wir restliche Zutaten machen. Ich habe noch hier 3 Frühlingszwiebeln und 2 Knoblauch. Die 2 Knoblauchzehen könnte ich natürlich gleich beim Mixen reinmachen, aber irgendwie habe ich es verschlappt. Deswegen werde ich gleich den Knoblauch durch die Presse in den Dressing reindrücken. Verrühren. Da kommt ein ganz anderer Aroma gleich rein. Und schneiden wir gleich auch den Frühlingszwiebeln in so eine feine Rollchen. So, das haben wir auch fertig. Und was kann man noch in diesen Salat reinmachen? Es ist Mozzarella oder Tofu, wie ich schon gesagt habe. Oder Hähnchenfleisch angebraten. Aber Tofu würde ich auch empfehlen, dir erstmal anbraten und dann dazu geben. Ich habe jetzt mir geholt diese Genießerblut veganer Feta-Käse und ich muss ehrlich sagen, ich habe die probiert, die schmeckt wirklich wunderbar lecker und die werde ich dann jetzt in den Salat reinmachen. So, ein Stückchen lasse ich. Es ist schön, es krümelt nicht, aber es kann man ihn schön glatt schneiden. Und das gefällt mir. Und im Geschmack ist er auch wirklich sehr lecker. Ist auf den Kokosbasis gemacht. So, das haben wir auch. Jetzt können wir unseren Salat schon fertig machen. Nehmen wir uns eine große Schüssel, geben wir unsere Quinoa oder
Zierse, die Chili hole ich raus. Alles schön heiß soll sein, weil wir wollen uns einen schönen warmen Salat machen und er passt so schön zum Mittagessen. So, das Handy. So, die Kürbisse nach 30 Minuten sind auch fertig. Ich werde in den Salat nur Kürbisse dazu geben. Wie gesagt, ich will dann für meinen Mann Fleisch servieren und ich mir mache in meinen Teller einfach dann angebratene Pilze. Und die Pilze sehen so aus, fast wie in die Pfanne angebraten sind. Aber es hat man schon was bisschen von Energie gespart und nicht zwei Herde angemacht hat. Und dann können wir schon unsere Soße dazu geben. Erstmal mit der Soße verrühren. So, probieren. In die Soße fehlt gar nichts. Wir können jetzt den Zwiebel dazu geben. Die Mozzarella oder Feta-Käse wieder auch verrühren. Und wenn ihr wollt, ein bisschen Farbe hier reinmachen, wie gesagt, kann man auch noch Paprika dazu geben oder sogar vielleicht Tomate reinschneiden. Ich gebe noch ein bisschen von der Rucola, weil ich liebe von Rucola diesen Geschmack, aber das mag nicht jeder. Einfach so feine Streifchen schneiden und dann kann man schon servieren. So, liebe Freunde, ich zeige euch meinen Teller. Ich werde mir jetzt von dieser leckeren Beilage was nehmen. Der Salat, unser warmer Salat und dazu Pilze. Mein Mann dagegen bekommt heute Hackbuletten. So, liebe Freunde, schaut, das ist doch wirklich lecker. Ein wirklich sehr schönes veganer Essen, aber die schmeckt auch sehr, sehr lecker. Bisschen was Grünes dazu, kann man auch die Kürbiskerne dazu geben und guten Appetit. So, liebe Freunde, wenn euch mein Rezept gefallen, würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und bald mein Detox-Kurs zu Ende, dann kommt auch was Deftiges auf den Tisch und dann natürlich auch entsprechende Rezepte. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!